Es gibt immer mal wieder Wirbel um eine eventuelle Switch Pro, die 4K-Auflösung unterstützen soll und grafisch doch nochmal ein Stück besser aussehen soll als, sagen wir mal, die normale Switch. Alles weiter natürlich wie immer in den Gaming News bei deinem Swishy. Lass jetzt erstellen ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Für die neuesten Informationen auch gerne mal in der Beschreibung vorbeischauen und auf meinem Twitch-Kanal ein Abo dalassen für ordentliche Live-Gaming-Action und natürlich auch immer für Gaming-News-Streams. Nun aber back to topic, wie bereits angeteasert, stehen die Zeichen auf einen Nintendo Switch Pro. Ein wichtiges Feature, welches die Nintendo Switch Pro beinhalten soll, ist unter anderem DLSS. Das ist bereits eine bekannte Technikmethode, um Grafik in höherer Auflösung darzustellen als intern berechnet. Heißt, man kriegt eine bessere Grafik, als eigentlich berechnet werden muss, beziehungsweise die Auflösung. Das spart nun mal immense Grafikressourcen. Das Bild hat weniger Kantenflimmern, wird schärfer und vor allen Dingen detaillierter. Hauptthema ist jedenfalls für die Switch Pro, dass im Docking-Modus am Fernseher 4K-Auflösungen erzielt werden können. Für die Switch an sich gibt es natürlich auch nochmal einen neuen Chip, der mehr Rechenleistung bietet und dadurch halt die 4K auch ermöglichen soll. Aber das ist auch nicht die einzige Änderung. Zusätzlich soll in dem Handheld selbst noch ein OLED-Bildschirm von Samsung verbaut werden. Wir wissen alle, die OLED-Bildschirme, die bereits in Handys und Co. vorkommen und auch im Fernsehen, sind wirklich von sehr guter Qualität von Samsung. Also ich persönlich würde sagen, auf jeden Fall eine richtig gute Neuerung für die Switch Pro. Also alles in allem definitiv gut durchdachte Änderungen und vor allem die gute Neuerung auch sinnvoll für die inzwischen 4 Jahre alte Konsole. Man muss mal überlegen, die Switch kam 2017 schon etwas später raus als PS4 und Xbox One und lag technisch bereits hinter den beiden Konsolen. Heißt, jetzt mit PS5 und Xbox Series X ist natürlich die Switch noch mehr grafisch und technisch natürlich veraltet. Heißt, eine neue Version würde wirklich gut tun, obwohl Nintendo natürlich nicht immer auf Grafik Wert legt. Analysten haben bereits schon eine Preiskalkulation gestartet, demnach soll die Switch Pro ca. 400 Euro kosten. Sprich knapp 100 Euro über dem Preis der aktuellen Switch. Aber es ist natürlich auch wieder katastrophal bei der aktuellen Knappheit, wo selbst eine Switch, die bereits seit 2017 auf dem Markt ist, oft ausverkauft ist, wäre auch bei einer Switch Pro mit Scalpern und Bots zu rechnen und natürlich auch mit einem Ausverkauf. Braucht man eine Switch Pro, wenn man bereits eine Switch hat? Und das ist vermutlich die wichtigste Frage. Ich denke, das muss jeder individuell entscheiden. Ich nutze die Switch zum Beispiel als Partykonsole, um mal mit Freunden und Bekannten zu zocken und dafür reicht definitiv die normale Switch. Wenn jemand viel mit der Switch spielt und sie quasi als Hauptkonsole nutzt, ist es definitiv einen Blick wert und ich würde sagen, sogar die Investition in eine Switch Pro ist definitiv sinnvoll. Für alle, die überlegen, sich eine Switch zu holen, da ist die Switch Pro als Einsteigermodell natürlich die bessere Wahl. Ein Release ist noch nicht bekannt, denke aber, vor 2023 kann mit der Switch Pro nicht gerechnet werden. Nintendo kündigte bereits an, dass man rund 2025 anpeilt, eine komplett neue Konsole rauszubringen. Heißt, vor 2022, vor 2023 wird es definitiv nichts mit der Switch Pro. Was sagst du dazu? Hast du Interesse an einer Switch Pro oder sagst du absolut nicht mein Ding? Oder sagst du generell kein Interesse, weil ich bereits eine Switch habe und das Upgrade sich für mich nicht lohnt? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.